Leute, herzlich willkommen zurück zu Grid und den Super Hedges Championship. Drei Rennen, Havanna, Paris, Shanghai und los geht's. Warte mal, ich guck gerade, was hier. Der Audi hat ein bisschen mehr Leistung, ne? Aber ich fahre trotzdem jetzt mal den Mini. Wir haben ja Kohle ohne Ende, aber wir können ja uns ein paar Autos leisten. Gucken, was die Lackierung so sagt. Ich gucke mal gerade die Lackierung ein bisschen durch, aber ja, wenn wir eine coole Lackierung haben. Ja, die gefällt mir. Die nehmen wir. Dann gehen wir ins Rennen. Los geht's. Fahren wir heute mit dem Mini. Sind wir nun mit der ersten Runde. Kristen, was denkst du? Es ist das Eröffnungsrennen und ich glaube, wir werden sehen, wer hier ist, um die Konkurrenz kennenzulernen und wer von Anfang an dominieren will. Danke, Kristen. Das war. Entschuldigung. Den Audi will ich diesmal nicht drehen, aber die fette Fahrer fahrt er. Da habe ich gesehen, ich bin nicht in Audi gefahren. Ziehen durch und wir sind mittlerweile auf 5 vorgefahren. Der Mini liegt aber auch ein bisschen deutlich besser auf der Strecke. Über 14 wird der jetzt machen. Oder hat sie sich da gut durchgedrückt? Ich hoffe, dass ich mich dadurch durchdrücken kann. Halt dich zurück! Du hast jemanden zur Weißglut getrieben. So, wenn du ein bisschen drücken willst, dann drücke ich dich mit mir rein. Oh Gott. So, die Führung ist da. Tolle erste Runde. Du bist in Führung. Lass mich nicht wieder mal verarschen. So, mit der Sotte Pause müssen wir noch ein bisschen warten danach, weil ist ja angeblich im November das etwas mitgeben soll. Das geht dann natürlich ein bisschen vor. Aber wir haben ja mit dem Ding noch ein bisschen zu tun. Wir haben uns schon so weit abgesetzt, der Typ wurde noch 12. Wir haben auch schon 2-3 Autos im Wurf. Und wir gehen jetzt in unsere letzte Runde. Bleib in Führung. Letzte Runde. Schön endlich die Hand geben.
Und dann haben wir Rennen Nummer 1 von 3 gewonnen. Weiter geht's dann, glaube ich, jetzt in Shanghai. Gut, okay. Gut, Rennen Nummer 2 jetzt. Ich muss gerade noch was klären. So, oh, wir stehen relativ weit vorne, sogar auf 4, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe. Wir sind mitten im Großstadtgewühl von Paris und gleich wird es hier noch lebhafter werden. Kristen, was steht heute auf dem Plan? Ich werde dir heute keine große Hilfe sein, Alex, denn mein Blick ist an das Grid gefesselt. Es ist eine gewaltige Veranstaltung und ich hoffe, es geht gleich los. Danke, Kristen. Ich freue mich schon auf das Rennen. Und das gibt's nur hier bei der Grid World Series. So. Sorry, ich muss in dem Fall noch ein bisschen was klären. Eine neue Planung, nun gibt es sofort, ab sofort. Ich werde Freitags Rennen vom Leitzrennen fahren. Das, was da letzte Woche weiter abging, oder so. Da habe ich nur jetzt dazu bewogen zu sagen, ich verlasse die Liga. Weil ich eine faire Liga suche und kein Autoscooter. Das hier ist jetzt gerade ein bisschen was anderes, wenn ich in der Liga nur in Liga mit dem anderen fahren möchte, ich nicht unbedingt die ganze Zeit nur irgendwelche Wände gedrückt werden. Na gut, okay, wir schauen uns das an. Wie gesagt, ich werde jetzt ab jetzt dienstags fahren, nicht mehr freitags. Ja. Und jetzt schauen wir mal. Nee. Aber den einen habe ich noch mitgenommen. Okay.
Rennen Nummer 2. Guter Start. Rennen Nummer 2. Bleib an der Spitze. Ja, wie gesagt, der Kurs war so lange, aber mein letzter Rennen in der Freitagswelle. Der Mini war auch tatsächlich ziemlich gut gegen das. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt noch mal eine neue schnellste Runde war. So, Moment. So, auf geht's. Moment, ach, ich weiß, was, wenn ich tausend Dinge machen, erledigen muss. So, jetzt. Sorry, dass ich nebenbei ein bisschen was klären muss. So, okay, weiter geht's. Rennen Nummer 3, glaube ich, jetzt müsste das sein. Ja, Shanghai, genau. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde.
Kristen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Für einen Sieg darf man nichts dem Zufall überlassen. Ich achte vor allem auf einen der Teilnehmer. Mal sehen, wie es ausgeht. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran! Glaube ich, hier liegen die zwei Blauen. Sorry, ich hör mal da irgendwie mit rein. Sorry, aber dann habe ich den Vorteil, dass ich wieder Glück habe. Wieder. Jawohl, Gott sei Dank. Die zwei sind aber gut gestartet, muss ich sagen. Mm-hmm.
Gut, dann haben wir es. Ja, Platz 8 ist durch. Ist er durch. Und am Ende waren es ein paar, einige Sekunden, ich weiß gar nicht, wie viel, 5, 6 Sekunden oder so, die wir hatten, glaube ich. Gut, okay, dann haben wir es aber auch. Gut. Jo, dann haben wir's. Und dann gehen wir morgen rein in die Bodyfight Street Tour. Bis dahin und ciao.